Herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung unserer Mini-Universität der Next Scientists for Future.de vom Weltrat, die zugleich auch veröffentlicht wird als die Wissenschaftliche Tagesschau heute und als offener Brief an Bhakti, Schiffmann, Wodak und so weiter. Und an die Partei die Basis, und unsere heutigen Tagesthemen sind also eben auch unsere Vorlesungsthemen heute. Die Basis und die neue Verfassung der Gemeinwohllobby und deren Baustellen, weil Sozialsparten inklusive NGOs das Gefährlichste auf der Welt sind. Da haben wir doch ein schönes Vorlesungsthema heute, ne? Viele, die NGOs und die Sozialsparten sind deswegen ja die gefährlichsten Instanzen auf der Welt, aber vorab, bevor ich das jetzt erkläre, warum sie das sind, erster Hinweis, hier unten an dem rundlichen Ding, bitte sofort die Wunschgeschwindigkeit einstellen, weil ich ab sofort ja so total langsam reden werde. Ich empfehle 1,75 oder 1,5 als Wunschgeschwindigkeit. Dann die Partei, werden Sie alle bitte sofort Mitglied bei die Partei die Basis und stellen Sie den Antrag, die Next Scientists for Future zu nutzen auf dem Weg zu, denn die haben, nur die haben das Potenzial, 56% der Wählerstimmen zu gewinnen und zu überzeugen. Und das ist also die erste Empfehlung. Jetzt zeige ich Ihnen noch die Studiengänge der Next Scientists for Future. Also, wenn man hier hingeht, jetzt zum Beispiel hier, ich gehe jetzt mal hier auf Weltrat der Weisen, da müsste da drüber, müssten irgendwo ja die Alleinstellungsmerkmale der Next Scientists for Future sein. Also welche Studiengänge sind es eigentlich bei unserer online, kostenlosen Online-Mini-Universität? Nämlich einmal die echt naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, kurz NVWL. Dann das Fach evolutionsbiologische Politikwissenschaft. Korrigierte und komplettierte mimetisch-genetische Evolutionsbiologie. Dann können Sie die Fächer quasi, dazu gehören ja auch die Fächer Psychobiologie, Biopsychologie, Evolutionspsychologie, und zwar korrigiert und komplettiert neu sozusagen. Also die, man könnte sagen, die neue Psychobiologie, müsste man es nennen. Und dazu gehört ja auch die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik, die gehört ja zur Psychobiologie, neuen Psychobiologie und neuen Evolutionsbiologie. Und zur neuen Psychobiologie gehört auch dann die FIAT, also die VIAT, vorteilbringende Irrtümerabbautechnik, die von Therapeuten dann auch als die Psychotherapie der Zukunft verwendet werden kann. Ja, das sind diese Fächer. Die Fächer, die Sie jetzt ja quasi hier studieren mit der heutigen Vorlesung. Und unsere Grundprinzip ist ja, Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt. Also es geht also heute darum, dass Sie erkennen auch in dieser Vorlesung, mit dieser Vorlesung, dass Sie manipuliert wurden von NGOs und Sozialspartlern, dass auch sie vielleicht vorteilbringende Irrtümer im Kopf haben, die sie für Wahrheiten halten. In Wirklichkeit aber sind es vorteilbringende Irrtümer, die nur den NGOs höhere Spendeneinnahmen, also finanzielle Profite bringen, oder den und den anderen Sozialsparten Profite bringen, aber den Menschen
und vor allem den Wählerinnen schaden. Deswegen gilt ja auch der Satz, die freie Argumentekultur des wechselseitigen Falsifizierungsversuches ist die einzige Chance für die Menschheit. Ja, wir sehen jetzt auch, wie schwer es ist. Die meisten Menschen wollen heute, unsere ganze Kultur ist krank durch den Kapitalismus geworden. Alle Menschen wollen nur noch predigen, aber niemand ist mehr bereit zu sagen, ja, machen wir doch mal die freie Argumentekultur des wechselseitigen Falsifizierungsversuches. Also sagen wir uns gegenseitig, wo eventuell das jeweils eigene Weltbild, ein Lobbyist-Widerwillen-Weltbild ist sozusagen, voll ist von vorteilbringenden Irrtümern bestimmter Sparten. Und das ist die Ebene, auf der wir zu einer Weiterentwicklung unserer Gesellschaft kämen und die natürlich dann auch den Kapitalismus beenden würden. Und deswegen ist das Hauptgebot des Kapitalismus lautet heutzutage, sprich nicht mit Andersdenkenden. Sprich nicht mit Andersdenkenden und sorge so dafür, dass es nie zu einem Falsifizierungsversuch deines eigenen Lobbyisten Widerwillen-Weltbildes kommen kann. Ja? Sprich nicht mit Andersdenkenden, das ist das oberste Motto im Kapitalismus geworden. Ja? Überall gibt es Redeverbote mit Andersdenkenden. Vorher werden die meistens dann irgendwie als rechts beleidigt, was bei uns ja leider nicht geht, weil wir so weit links stehen und sozusagen die vehementesten Kritiker des bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus sind. Aber generell wird das immer versucht, die Leute in die rechte Ecke zu schicken und dann zu sagen, ja, mit denen darf man natürlich nicht reden. Ne? Und so funktioniert ja unsere verrückte Welt. So, und jetzt habe ich Ihnen ja versprochen, über die Gefährlichkeit der Sozialsparten inklusive der NGOs zu sprechen in dieser Vorlesung. Warum sind die Sozialsparten noch gefährlicher? Also ich lese es mal vor. Ich glaube, ich habe es hier irgendwo im Material. Ja, Sozialsparten inklusive NGOs sind die großen weltweiten Elendserzeuger. Ja, die NGOs treten auf, und das macht es ja so schwierig, das zu erkennen, mit ihrem eigenen vorteilbringenden Irrtum. So, wir kümmern uns, wir wollen die Not in der Welt lindern, die Armut, den Hunger, alles in der Welt, alle Not, die Not der Tiere wollen wir mitmindern, wir wollen alles mindern, überall die Not mindern. Bitte spendet uns Geld dafür, weil wir wollen ja die Not mindern. Und dann gehen sie aber raus in die Welt und haben lauter vorteilbringende Irrtümer, die im Endeffekt nicht bewusst dafür sorgen, das Elend auf der Welt drastisch zu vergrößern. Ich mache nur das Beispiel, dass sie hingehen, anstatt den Leidenskreislauf von armen, hungernden Menschen auf der Welt, die nicht in der Lage sind, nicht kompetent genug sind, ihre eigene Ernährung erarbeiten zu können, weil man sie, ihre Arbeitskraft nicht haben will, weil sie nicht gut genug sind dafür, dass man dann hingeht und anstatt sozusagen den Leuten, Menschen zu helfen und zu sagen, wir müssen das Grundprinzip der linken Frauenemanzipationsbewegung, nämlich mein Bauch gehört mir, das Recht auf Abtreibung, anstatt zu sagen, wir müssen das Recht auf Abtreibung, damit wir die Leute nicht in eine medizinische Behandlung hineinzwingen müssen, müssen wir das Recht auf Abtreibung zum Beispiel auf, was weiß ich, bis zu 15 Stunden oder 24 Stunden nach der Geburt ausweiten, so wie es Naturvölker auch machen.
in naturnäheren Kulturen haben Frauen sehr oft das Recht sozusagen, ihre Kinder direkt nach der Geburt aussetzen zu können, wenn es aus irgendeinem Grunde nicht passt. Mein Bauch von gehört mir, heißt es bei der der linken Frauenemanzipationsbewegung. Und dieses linke Prinzip müssten wir ja eigentlich nur ausweiten. Aber dann gibt es zwei Gruppen, die Sozialspaten inklusive die NGOs, die davon leben, dass es viele Menschen gibt, die arbeitslos bleiben, in Notlagen sind, dann in der dritten Welt quasi, wer arbeitslos ist, kommt dann eher schon gleich in Hungersituationen. Und anstatt dieses zu beenden, indem man den Frauen die Erlaubnis gibt, wie sie in jedem anständigen Naturvolk existiert, nämlich die Kinder natürlich auf moderne Weise völlig schmerzfrei einschlafen zu lassen, ja, sozusagen nach der Geburt, wodurch dann der Kreislauf des ewigen Hungers und des ewigen Leidens endgültig beendet würde, weil wir würden quasi, das Motto müsste heißen, wir als Staaten, die den Armen in der Welt helfen, geben Nahrung der Mutter, aber geben null Nahrung für das Neugeborene, sodass die Mutter genau weiß, ja, sie kann sich ernähren, aber das Kind, dafür kriegt sie überhaupt nichts. Dann weiß sie, aha, dann entscheide ich mich besser, dieses Kind nicht anzunehmen. Ja? Und dann haben wir, nachdem die Mutter dann, was weiß ich, nach ein paar Jahrzehnten gibt es keinen Hunger und keine Armut mehr in der Welt. So einfach wäre die Lösung der Probleme, wenn da nicht die NGOs wären und die Sozialspartler, die ja regelrecht sozusagen mit ihren vorteilbringenden Irrtümern uns dazu aufhetzen zu denken, also uns quasi diese vorteilbringenden Irrtümer im Sinne von parasitären Memen oder Killerviren des Geistes in unsere Gehirne hinein manipulieren, uns damit infizieren mit diesen Killerviren des Geistes, sodass wir dann auch denken, es sei völlig in Ordnung, eine arbeitslose, also arbeitsunfähige und deswegen arbeitslose Mutter zu füttern, aber auch jetzt dann noch ihr Baby zu füttern, auf dass das Baby groß wird und dann auch wieder lauter arbeitsunfähige Kinder in die Welt setzt, weil wir ja von den NGOs den größten vorteilbringenden Irrtum unterrichtet bekommen. Wo ist er? Wo ist der größte vorteilbringende Irrtum der Menschheit? Ja, hier sozusagen alle Neugeborenen sind gleich klug, haben alle gleich große Gehirne. Die Evolution irrt sich, alle sind Genies. Es gibt also nicht die mit den kleinen Gehirnen und die mit den großen Gehirnen, wie die Evolutionsbiologie uns alle bewiesen hat, sozusagen, sondern es gibt, alle sind Genies, und wenn wir bei den Kindern der hungernden Mütter nur ein bisschen richtige Bildung draufschicken, dann werden die im Gegensatz zur Mutter, die arbeitsunfähig ist und deswegen auch arbeitslos ist, werden wir die in Genies verwandeln und dann werden die ganz tolle Jobs bekommen und so weiter, ja? Das ist der vorteilbringende Irrtum der Sozialspatler. Und dieser Irrtum führt dann dazu, dass eben hier in dem Bereich lauter arbeitsunfähige Kinder geboren werden und die dann wieder betreut werden müssen von den Sozialspaten und wo dann die NGOs sagen können, seht Leute, es gibt immer noch so viel Hunger und Armut in der Welt, spendet, spendet an uns, auf dass wir alle schöne Gehälter bekommen als Geschäftsführer und so weiter, auf dass wir richtig viel Geld bekommen, ja? Das ist das nicht bewusste Grundprinzip der NGOs mit ihren vorteilbringenden Irrtümern und allgemein der Sozialspaten. Ja, und insofern gilt der Satz, der Satz gilt, die Sozialspaten inklusive der NGOs sind
die weltweiten Elendserzeuger, also Armut, Hunger, Elend, bei Mensch und Tier. Auch bei den Tieren erzeugen sie das Elend. Denn was wäre eine Aufforderung zum Spenden, wenn man nicht Bilder von ausgemergelten Eisbären zeigen könnte, zum Beispiel? Ja, also das heißt, immer geht's darum, uns moralisch über die Mitleidstour zu erpressen und dann zu spenden. Und dann bereichern sich diese Leute dann daran. Ja? Und dann gucken Sie sich die anderen Sparten an. Also wenn wir wieder auf dieses Bild gehen, das für uns ja sehr zentral ist, hier wieder auf das Bild. Wenn wir das jetzt als den großen Kuchen der Gesellschaft und, oder der Menschheit betrachten, von dem alle fressen möchten, von dem alle profitieren möchten, wo alle Profite machen möchten von, ja, dann haben wir also die gefährlichsten Sparten, sind also die Sozialsparten inklusive der Arbeitsamtmitarbeiter und der NGOs. Das sind die, die profitieren von dem Elend in der Welt sozusagen. Auch bei den Tieren, überall, von dem gesamten weltweiten Elend. Und dann haben wir hier die Gesundheits- und Nahrungssparten hier zum Beispiel. Und die sozusagen die sind die weltweiten Krankheitserzeuger. Also die Nahrungssparten vergiften uns mit Billigstnahrung, die größere Profite bringt, die aber unsere Gesundheit schwer schädigt. Die Ärzte, die Gesundheitssparten sagen dazu nichts Kritisches, sondern sagen, nein, wir verkaufen ihnen gerne Operationen, Chemotherapien, Antibiotika, Bestrahlung, Impfungen und was auch immer. Aber an das Grundproblem, nämlich dass wir alle giftige Nahrung, giftige Luft, giftiges Wasser, völlig denaturierten Lebensstil haben, der uns krank macht, das ist darüber reden wir nicht. Na, darüber reden wir nicht, denn wir verkaufen ihnen unsere Medizinprodukte, ja, damit wir richtig gutes Geschäft verdienen. Also die Sozialsparten inklusive der NGOs sind die weltweiten Elendserzeuger. Die Gesundheitssparten und die Nahrungssparten sind die weltweiten Krankheitserzeuger. Die Rüstungssparten sind die weltweiten Gewalt- und Kriegserzeuger. Ja? Und die inneren Sicherheitssparten, also Richter, Staatsanwälte, Polizei und Rechtsanwälte, sind die Verbrechensförderer und die Streitförderer in der Welt und der Gesellschaft. Und so könnte man jetzt alle Sparten der Welt hier in einer Spirale aufzeichnen und in der Mitte sind die Menschen, die keiner Sparte angehören. Und jede dieser Sparten versucht jetzt von allen anderen Sparten, aber auch von denen, die kein Mitglied irgendeiner Sparte sind, möglichst viel Profit zu erzielen. Und das ist das Gesamtbild des bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus. Dafür muss unser Lebensglück zerstört werden, auf das wir der einsame, kaufsüchtige Single resultiert und wir alle kaufen müssen. Ja? Das ist genau das, worum es geht in der Welt. Und unsere Reformen ist auch damit dann der Satz, das Fehlen der positiven Anreize ist das einzige Problem der Erde. Also, ich wiederhole, das Fehlen der positiven Anreize, wo finde ich denn das eventuell auf der Homepage? Da finde ich dann zum Beispiel hier so den Satz später dann, Gesellschaft kann nicht funktionieren ohne Stiftung Warentestisierung. Und darin steckt das, nämlich dass Stiftung Warentest bedeutet, dass positive Anreize gesetzt werden, nämlich dass das für die Wählerinnen die beste Ware und die beste Dienstleistung sozusagen belohnt wird. Weil sie ja durch die Stiftung Warentest, die wirkt ja wie eine Verkaufsförderung, ja, das ist ja ein positiver Anreiz. Da wird quasi geprüft, wobei die Stiftung Warentest quasi, die bildet ja quasi Hypothesen darüber, welchen Effekt auf das Wohlfühlen, die Gesundheit und Langlebigkeit eine Ware haben könnte und dürfte. Ja, das testen sie so gut sie können.
Wir wollen das natürlich viel besser testen über die Wohlfühlstimme, die Gesundheits- und Langlebigkeitsdaten und auch die Wohlstandsdaten der Wählerinnen, also von Ihnen, liebe Wählerinnen. Und ja, und hier steht es dann auch, ja, hier muss es ja dann auch irgendwo stehen, ja. Hier steht's ja, seit 400.000 Jahren, beziehungsweise mindestens 140.000 Jahren, ein Professor sagt seit 300.000 Jahren, rechnet sich schlechtes Tun viel mehr als gutes Tun. Gutes Tun im Rahmen einer Ausweitung des Stiftung Warentestprinzips auf alles durch starke positive Anreize, PAs auf gezielt zu belohnen, lässt alle oft behaupteten verbrecherischen Pläne und nicht bewusstes schlechtes Tun, verursacht durch vorteilbringende Irrtümer, sofort aussterben, letztlich weil dem schlechtes Tun die Beute entzogen wird. Also, dieser Satz, das Fehlen der positiven Anreize ist das einzige Problem der Erde. Des Planeten Erde. Also wenn wir durchs Universum reisen würden, die verschiedenen Planeten sagen würden, würden wir bei der Erde vorbeikommen, würden kurz sagen, Leute, ihr habt nur ein Problem, euch fehlen die positiven Anreize. Ihr belohnt Gutes tun nicht, sondern bei euch sind ganz viele Fehlanreize, die Schlechtes tun belohnen und deswegen habt ihr auch überall Schlechtes tun, deswegen habt ihr den Salat. Ja, und ihr müsst einfach nur überall positive Anreize setzen, so wie wir das vorschlagen, und dann habt ihr alle Probleme gelöst. Schluck Wasser. Und dann endet auch sofort der bösartige patriarchale Raubtierkapitalismus. Ja, so viel. Und ach so, wir wollten ja lernen hier. Insofern ist Selbsterkenntnis der einzige Weg zur Besserung. Die Frage ist halt, ob Sie jetzt schon anfangen zu erkennen, dass Sie auch den Sozialsparten und den NGOs einfach auf den Leim gegangen sind. Das ist ja nichts Schlimmes. Wir alle sind diesen Sparten irgendwann, den verschiedenen Sparten irgendwann in vielerlei Hinsicht auf den Leim gegangen. Es geht gar nicht anders, weil wenn, nochmal um das klar zu machen, wenn hier all diese Sparten, diese Spirale von Sparten der Welt, wenn jede dieser Sparten hunderte von vorteilbringenden Irrtümern ihrer eigenen Sparte aussendet, dann ist die ganze Welt voll von Killerviren des Geistes, von parasitären Memen, von vorteilbringenden Irrtümern irgendwelcher Sparten. Und dass wir davon infiziert werden, ist unvermeidlich. Also ist es auch keine Schande zu sagen, ja, auch jetzt erkenne ich, dass ich auch infiziert war von den Werbesprüchen der NGOs, mit denen die Spendengelder erbetteln und erpressen und moralisch erpressen und so weiter, ja. Und ich war auch voll von den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialsparten, mit denen die Massenarbeitslosigkeit zementieren, mit denen sie Massenobdachlosigkeit zementieren, eben weil die Kundschaft brauchen, weil die Karrieremöglichkeiten brauchen. Schluckwasser. Ja. Ich lese weiter. Ich lese weiter. Das Aussterben von Tieren ist gut. Also die NGOs haben ja eine krude Pseudobiologie als vorteilbringende Irrtümer uns beigebracht. Wenn irgendwo ein Käfer stirbt, dann ist das der Untergang der Menschheit. Dabei wird einfach die evolutionsbiologische Tatsache sozusagen verschwiegen und nicht gekannt, dass Abermillionen von Tierarten und Pflanzenarten in den letzten 3,5 Milliarden Jahren ausgestorben sind. Und das war auch
gut so für uns. Uns gäbe es nämlich gar nicht. Zum Beispiel ohne das Aussterben der großen Dinosaurier gäbe es uns aller Wahrscheinlichkeit nach überhaupt nicht. Ja, wenn Sie also jetzt, wenn Sie quasi, wenn jetzt man einen Zoo aufmachen wollte, alle Arten, die es je auf der Erde gegeben hat und quasi diese alle wie in Jurassic Park reaktivieren wollte und ja, das gäbe ein unendliches Chaos, weil es ist gut, dass all diese Arten ausgestorben sind. Denn sonst gäbe es nicht. Und wenn wir alle diese Arten in Zoos halten, dann werden die alle auch wieder aus den Zoos ausbrechen und uns Menschen alle töten. Weil das sich da um riesige Monster teilweise gehandelt hat, die richtige Kampfkraft hatten, ja? Wo dann wahrscheinlich der Tyrannosaurus Rex nur ein zahmes Kätzchen darunter ist unter diesen Tieren. Ja, ich weiß nicht, was es da alles für Mega-Heiß gegeben haben, die ganze Segeljachten dann auf dem Meer gleich in einem Stück verschlucken könnten, ja, und mit uns drin, ja. Also das ist gut. Aussterben ist gut und wichtig. Ja, für uns Menschen jedenfalls. Und natürlich dürfen wir nicht Tiere und Pflanzen ausrotten, die unser Wohlfühlen, unsere Gesundheit und unsere Langlebigkeit und unseren Wohlstand steigern können. Die müssen wir natürlich hüten wie einen Schatz, aber doch nur die. Ja? Genauso wie der Biber. Dem Biber ist es völlig egal, wenn er durch seinen angelegten Stausee die Käfer ertrinken. Weil für den Biber hat der Käfer keine Biberrechte. Und das ist auch gesund so. Und wir dürfen eben den Tieren und den Pflanzen und allen möglichen keine Menschenrechte geben. Und wir dürfen auch nicht jedem Menschen auf der Erde Bürgerrechte in Deutschland geben, weil dann arbeiten wir alle nur noch für Sozialhilfeempfänger aus aller Welt. Denn bei den NGOs würde es ja am liebsten gefallen, wenn all die hungernden Menschen aus aller Welt, obwohl das ja dann eigentlich ihr Geschäftsmodell zerstören würde, wenn alle Hungernden der Welt quasi in Deutschland aufgenommen würden und wir alle bettelarm würden, weil wir die durchfüttern müssten. Allerdings würde dann das Geschäftsmodell, also man kann sagen, die NGOs sagen, dass sie das wollten, aber wenn es Realität würde, bräuchte man ja die NGOs nicht mehr. Ne? Wenn alle Hungernden der Welt endlich nach Deutschland gekommen wären und dort gefuttert wären, dann würden ja die dort ihre Kinder in Deutschland bekommen und in Deutschland würden wir lauter arbeitsunfähige Kinder haben mit kleinen Gehirnen und würden alle zugrunde gehen. Ja? Aber dann gibt es ja auch wieder Elend in der Welt und dann können ja die NGOs, die weltweiten NGOs, wieder Spenden für Deutschland sammeln, weil dort überall Hunger und Armut und Elend ist. Ja, dann würde es eben so weitergehen, das Geschäftsmodell. Ja? Also Sie merken, wie absurd das alles ist. Und ja, das war ja auch für uns wirklich mal noch eine neue Entdeckung für die Next Scientists for Future, dass wirklich die Sozialsparten inklusive der NGOs und der Arbeitsamtmitarbeiter das Allergefährlichste auf der Welt sind, weil das die sind, die Elend auf der Welt manipulativ produzieren und sich daran bereichern. Im ganz klaren kapitalistischen Stile. Also ja, auch Behörden wirken im Kapitalismus als kapitalistische Agenten und sind bezüglich ihrer eigenen Karriere, ihres eigenen Gehaltes und ihrer eigenen Aufstiegschancen sind sie Kapitalisten ihrer selbst im Kapitalismus. Ja? Genau genommen haben all diese Millionen und Abermillionen aussterbenden Arten für uns Platz gemacht. Und wenn die nicht ausgestorben wären, hätte es uns nie gegeben. Wären wir nicht da.
Deswegen fragen Sie sich selber, wo habe ich mich früher geirrt? Wo bin ich reingefallen auf die vorteilbringenden Irrtümer, zum Beispiel der Sozialsparten inklusive der NGOs? Wo war ich Lobbyist wider Willen? Wo habe ich mich stark gemacht für die vorteilbringenden Irrtümer? Wo habe ich sie selbst ausgestreut und andere Menschen damit mit diesen Killerviren des Geistes infiziert? Das ist der Selbsterkenntnisweg. Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt. Ja? Op. Oh, das ist aber schlecht. So. Dann haben wir hier NGOs. Da geht es ums Spendensammeln. Dafür wird der zentrale vorteilbringende Irrtum ausgesendet, Artenschutz für alles sei das Wichtigste für uns Menschen. Ja, noch einmal, dabei gäbe es uns gar nicht ohne das Aussterben von Abermillionen von Arten. Menschenschutz reicht, weil dafür dann ausreichend Artenschutz, Natur und Naturschutz betrieben werden muss und wird. Deswegen gilt unser Prinzip sogar nicht nur Menschenschutz, sondern in erster Linie muss die Verfassung beinhalten Schutz für die Einwohner Deutschlands, also Artenschutz für die Einwohner Deutschlands, für diese Art. Und genau genommen, ich würde sogar noch weiter gehen, Wählerschutz, Wählerinnenschutz. Denn wir müssen doch endlich mal Politik und auch eine Verfassung für unsere Wählerinnen machen. Dass es immer Außenseiter in allem Bereich gibt, das gehört ja zu unseren guten Freiheitsrechten. Es gehört also zu den Freiheitsrechten, dass sich 40 Millionen Einwohner gar nicht an den Wahlen beteiligen dürfen und können und wollen. Ja? Das gehört auch zu den Freiheitsrechten. Aber wir müssen doch deswegen, dürfen doch keine Politik für Außenseiter machen. Wir müssen doch für unsere Wählerinnen Politik machen. Und auch wenn wir eine Verfassung machen, die muss doch von den Wählerinnen, die zu dem Volksentscheid gehen, bestätigt werden oder bejaht werden. Also machen wir doch mal bitte doch statt Artenschutz für alles, machen wir doch einmal Wählerinnenschutz statt Artenschutz. Und dabei wird, wenn wir Wählerinnenschutz machen, müssen die Konzerne viel Geld ausgeben, um ausreichend Artenschutz und Naturschutz zu betreiben, damit die Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wohlstandsdaten von uns Wählerinnen maximiert werden. Ja? Ja, so viel. Ich glaube, das war's mit der heutigen Vorlesung, die zugleich auch die heutige wissenschaftliche Tagesschau ist mit ihren Tagesthemen, und unser heutiges Vorlesungsthema war die Basis und die neue Verfassung der Gemeinwohllobby und deren Baustellen, weil Sozialsparten inklusive NGOs das Gefährlichste sind. Ja, werden Sie Mitglied die Basis und stellen Sie den entsprechenden Antrag, sonst wird alles gleich bleiben. Dieser Horror ohne Ende wird immer so weitergehen. Es kann nicht anders sein. Sie müssen aktiv werden. Ich darf nicht, wir, der Weltrat und die Next Scientists for Future dürfen nicht Mitglied einer Partei werden, aber Sie dürfen das. Und stellen Sie den richtigen Antrag und kommen Sie in unsere Talkshows, in unsere Seminare. Ja, das war's mit der Vorlesung der Mini-Universität der Next Scientist for Future.de vom Weltrat. Tschüssi, bis bald. Vielleicht lädt uns ja bald die Erdkarte zu einer Veranstaltung ein oder auch die Heinrich-Böll-Stiftung. Da könnten dann vielleicht auch einige unserer Professoren sich trauen, daran teilzunehmen, weil diese sozusagen im linksgrünen Mainstream akzeptierte Organisationen sind. Die Erdcharta und die Heinrich-Böll-Stiftung sind ja da irgendwie akzeptierte Organisationen, und da werden sich vielleicht auch einige unserer Professoren
trauen einer solchen Veranstaltung. Aber ich denke, wir kriegen diese Einladung gar nicht, denn was ist das oberste Prinzip im bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus? Sprich nicht mit Andersdenkenden. Sprich nicht mit Menschen, die eventuell einen Selbsterkenntnisprozess bei dir auslösen könnten, indem sie sozusagen dein Lobbyisten wider Willen Weltbild falsifizieren könnten. Ja, das musst du meiden wie der Teufel das Weihwasser, denn sonst bleibt ja der Kapitalismus nicht bestehen. Also, ja, tschüssi, bis bald.